Moin Moin und hallo. Heute wollen wir in unserer schönen Küche, die doch wirklich langsam wirklich ansehnlich wird, möchten wir die Stromdosen ersetzen. Eher gesagt, die Covers da drauf nur. Denn, wenn wir uns das begucken, erstmal jetzt zum Design. Wir haben eine schwarze Sockelleiste. Die haben wir ja zusammen auch lackiert, angebracht. Dann haben wir schwarze Griffe in die Bucheküche gemacht, einen schwarzen Kühlschrank-Gefrierkombination installiert und die Geräte, die ihr seht, auf dem Top, ne, auf dem Desktop, auf der Arbeitsplatte, sind auch in schwarz gehalten. Das heißt also, hier würde es sich sehr anbieten, wenn wir die ganzen Stecker und Schalter und Steckdosen etc. auch in schwarz machen. Ich habe geguckt, hier haben wir Buschenjäger verbaut. Das seht ihr, wenn ihr reinschaut in die Dose. Dort, Buschenjäger, das ist ein Hersteller, ein guter Hersteller von Dosen, von Steckdosen, von Schaltern etc. Und wenn wir jetzt bei Buschenjäger bleiben, würde das nämlich bedeuten, wir können die Covers ganz easy peasy ersetzen. Jetzt habe ich also ausgerechnet, wie viel wir brauchen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Covers. Das hier ist die Future Line. Es gibt schwarze. Wir wollten schwarze haben. Die Future Line ist ein bisschen eckiger, wie ihr seht. Ne, vergleich das hier zu den vorherigen. Da ist schon ein massiver Unterschied. Das heißt, wir brauchen für jede Steckdose oder Schalter brauchen wir einen Rahmen. Das heißt, ihr guckt zuerst, wie viele Dreierhaufen habt ihr. Dreierhaufen, das sind drei Stück also. Dann guckt ihr, was brauchen wir für da drinnen. Das ist nämlich modular aufgebaut. Dann gibt es leider diese Covers hier, ich zeige es euch drüben, die Covers gibt es nicht alleine. Ne? Genauso wie es auch keine Puddingteilchen alleine gibt. Ihr müsst sie immer zu zweit kaufen, denn eins ist einfach zu wenig, ist doch klar. Diese Covers hier gibt es leider nicht alleine oder ich bin zu blöd, sie zu finden. Ich habe im Baumarkt gecheckt, ich habe im Internet gecheckt. Es gibt sie immer nur mit der Dose dahinter oder mit dem Schaltfreunden. Das ist schade, denn das lässt natürlich die Preise noch mehr ansteigen, als ob überhaupt diese Freunde hier schon da sind. Denn die sind echt nicht billig. Aber sie halten verdammt lange. Deshalb braucht man diese Arbeiten auch nur alle 30 bis 50 Jahre machen. Das ist doch gut, oder? Und deshalb solltet ihr dort auf Qualität setzen, weil erstens, die retten euch auch den Ass, wenn ihr zum Beispiel sehr günstige nehmt, obwohl in Deutschland sind ja alle zugelassen. Das heißt also, dort sollte es auch bei den billigen keine großartigen Einstellungen geben. Es ist dann nur beim Anschluss selber, sprich bei hinten bei der Technik. Bei Buschenjäger ist es nämlich so, dass wir hier schöne Quetschverbindungen haben. Die funktionieren auch noch nach mehrmaligen Rein- und Rauszwiebeln. Und dadurch, dass wir aber jetzt hingehen und nur die Covers wechseln, ist mein Plan, dass wir nur die Covers auch benutzen und die, ja, die können wir dann aufbewahren für irgendwo anders mal, wenn sie mal kaputt gehen. Okay, also ihr guckt euch an, wie viel braucht ihr? Wie viel Dreier? Dreier waren das. Dann haben wir hier einen Schalter dabei. Ein Schalter braucht eine extra Wippe. Das heißt, das hier ist die Wippe. Ja, gesagt, das hier ist die Wippe, die hier rumwippt. Und das da ist dann das Cover für die Wippe. Dieses wird im Set angeboten, immer zusammen. Ich verlinke euch das wie immer unten in der Beschreibung, wenn ich was natürlich dazu finde. Und dann könnt ihr euch das direkt holen. Die Dose, dann ziehen wir einfach die Dinger raus und haben die dann getrennt und werden nur die hier verwenden. Denn diese Sachen kommen hier rein und werden so da dran verbaut, okay? Dadurch, dass ich ja jetzt schon Buschenjäger drin habe, brauche ich nur die Dinger da drauf zu setzen. Wenn nicht, wechselt ihr einfach auch das Innenleben aus. Habe ich ja auch schon in vielen anderen Videos gezeigt. Das geht auch recht simpel. Das sind so Klemmverbindungen. Hier sind die beiden Klemmfreunde. Denn die Dosen, die dahinter sitzen, das sind Dosen in der Wand, die sollten da sitzen, sage ich jetzt mal so. Ansonsten müsstet ihr noch eine einsetzen. Und die klemmen sich dann so da rein, indem ihr diese beiden Schrauben dort erstmal bei der alten löst. Strom ausschalten vorher natürlich, dann rausziehen, weil der Saft, ne, der euch gefährlich wird, der ist hier und dort. Bei diesen beiden Punkten ist der. Das heißt, Strom ausschalten, dann diese beiden Schrauben lösen, Dose herausziehen, die Kabelverkabelung lösen, hier oben links, da oben links, draufdrücken, rausziehen. Manche haben auch hier vorne dann eine Schraube, die ihr lösen müsst und dort eine Schraube und in der Mitte. Weil wir haben einmal Phase, wir haben einmal Nullleiter und wir haben eine Erde.
Die müsst ihr raustrennen und im Prinzip packt ihr einfach die gleichen Farben der Kabel wieder in die neue Dose mit ein. Ne? Dann könnt ihr da auch nichts falsch machen. Denn vorher hat es funktioniert, warum soll es danach nicht mehr funktionieren? Gut, wenn wir also alles zusammen haben, Kostenpunkt bei mir ist es jetzt gewesen, ich habe diese. Darüber hinaus habe ich noch diese hier. Das werden wir jetzt zu einer normalen machen. Diesen Schalter und da oben ist auch noch eine. Das heißt, für diesen Haufen habe ich jetzt um die 250 Euro bezahlt im Internet. Okay. Hätte ich das im Baumarkt gekauft wäre es, oder direkt über Busch und Jäger bestellt, wären es über 500 gewesen. Nur mal so nebenbei. Also guckt, wo ihr es holt. Was brauchen wir für Werkzeug? Das hier brauchen wir. Wir benötigen einen Phasenprüfer. Das ist so ein kleiner Schraubendreher, um die Schraube zu lösen. Ihr könnt auch auf einen kleinen normalen Schraubendreher gehen, Schlitz. Und natürlich, um zu checken, ob da noch Saft drauf sein sollte, beziehungsweise wo Saft drauf ist, wo ihr die Finger davon lassen solltet, brauchen wir noch einen Duschbowl zum Beispiel. Und so können wir jetzt anfangen, wenn wir es schaffen, nur die Covers selber zu wechseln, brauchen wir im Prinzip nicht den Strom abschalten, okay? Das ist nämlich auch ein Vorteil, weil wenn ihr ein bisschen aufpasst, dann passiert euch da auch nichts, ne? Ihr solltet nur halt, das erkläre ich aber gleich noch, wenn wir an der Dose selber dran sind, nicht da gerade mit dem Finger reingehen oder sogar mit der Zunge reinpacken. Das sollte man dann vermeiden. Aber wer sicher gehen möchte, erster Schritt, Sicherung ausschalten. Dann ist auch kein Safti-Pafti mehr auf den Leitungen. Und dann könnt ihr dort auch, nachdem ihr das mit dem Duschbowl gecheckt habe, wieder anpacken. Lasst uns beginnen. Nun sind wir am ersten System. Das allererste, was wir tun, ist natürlich alles ausstecken. Und dann, wie ich gesagt habe, ist es euch überlassen, die Stromversorgung zu kappen, indem ihr die Sicherung ausschaltet. Oder, wenn wir nur die Covers wechseln müssen, dann könnt ihr es auch drin lassen. Ich lasse es jetzt mal drin, um zu demonstrieren, wie es so gehen sollte. So, ran an die Buletten. Wir haben hier jetzt vor uns einen Schalter. Dieser Schalter wird mit diesem Schalter gewechselt. Der sieht so aus. Und damit es auch wippen kann, haben wir so einen Teil. Okay? Diesen Schalter können wir entfernen, indem wir ganz einfach mit einem Schraubendreher, der isoliert ist, zur Sicherheit hier oben reinfahren und den raushebeln, beziehungsweise an der Seite hingehen und den dort raushebeln. Und das machen wir jetzt von jeder Seite, bis er uns rauskommt. So. So. Vorsichtig sein, weil wir müssen ja jetzt nicht alles direkt zerstören. Das wollen wir nicht. So. Hier ist er. So sieht er aus. Wie funktioniert er? Wir haben hier die Wippe drin gedrückt, ne? Die dann an- und ausmacht. Hier ist unser Cover. Das ist dieses Teil. Und dieses Ding oben drüber ist dann nur zur Bewegung. So, weiter geht's. Tiefer runter gehen wir. Wir ziehen jetzt dieses Teil zu uns herhin. So, zack, zack und holen das raus. Dieses Teil hat Klammern. Da sieht man es, ne? Diese Klammern sind jetzt da drinnen und die werden wir jetzt herauslösen. Das heißt, wir gehen auf jede Seite. Das sind vier Klammern, oben und unten, die wir jetzt entfernt haben. So, und jetzt haben wir Blick auf unseren Schalter selber, der in die Wand selber eingelassen ist. Nächster Schritt ist, wir packen nicht hier rein, wir packen nicht da rein. Da und da, nein, danke. Da geht es nicht rein. Hier und hier ist kein Problem, da ist die Erde. Okay? Das heißt, wir können jetzt hier in der Mitte einen Schraubendreher ansetzen und das System aufschrauben. Das hält nämlich unsere Steckdose in Position. Und nun können wir die Steckdose herauslösen, indem wir sie zu uns ziehen. So, jetzt haben wir die Steckdose frei. Und der gefährliche Part der Steckdose, der befindet sich dort. Okay, dort. Seht ihr, wird rot. Da ist die Phase, da ist der Nullleiter. Wenn wir hier dran kommen, dann kriegen wir ein Gewischt. Das wollen wir nicht. Deshalb lassen wir das in Ruhe. Hier ist nichts. Auf dem Rahmen ist nichts. Auf den Schrauben ist nichts. Alles cool. Das heißt, wir können hier überall anpacken, aber nicht da rein. Das ist nämlich das, wo ich meinte, ihr müsst nicht unbedingt
den Strom abschalten, um diese Arbeiten durchzuführen. Wenn ihr aber jetzt den Strom natürlich abgeschaltet haben solltet, könnt ihr sogar da viel ruhiger und mit einem guten Gefühl dran gehen. Natürlich. Dort wird es dann auch nicht passieren, wenn man jetzt zum Beispiel hier mit dem Schraubendreher abrutschen würde, dass ihr dort dann aus Versehen in die Phase reinkommt. So, und jetzt merkt ihr schon, können wir dieses ganze Covergebilde abnehmen. Ne? So, nun haben wir das Innenleben vor uns. Und hier sehen wir, dass hier Saft drauf ist und hier Saft drauf ist. Auf den Rahmen ist kein Saft. Sehr gut, können wir anfassen, Erde können wir anfassen, ausgezeichnet. So, jetzt prüfen wir, ob hier die Dosen in einem akkuraten Zustand sind. Und das sind sie, sind fest. Ich habe jetzt dran gewackelt. Nun können wir zur Installation der neuen übergehen. Das heißt, wir bewegen jetzt unser neues Cover über die alten Dosen. So, machen das ein bisschen sauber. Und dann holen wir uns die Steckdose, nur den Cover, das reicht uns schon, und schieben den da drauf. Dadurch haben wir jetzt schon eine neue Positionierung durchgeführt. Und gleichzeitig haben wir jetzt unsere Phase hier, ne, die Phase haben wir jetzt schon wieder abgedeckt und werden nicht so schnell da dran kommen. Okay? Trotzdem solltet ihr bei dieser Arbeit aufpassen. So, nächste rein. Zack. So, wenn ihr dann seht, ich hätte den Buschenjäger lieber oben, könnt ihr sie immer noch rausziehen, indem ihr oben reingeht und sie einmal dreht. So, guckt, jetzt haben wir schon die neuen drinne. Das ist wirklich cool, weil ich musste den Strom nicht abschalten und wir haben direkt eine Verbesserung der Optik. Jetzt kommt unsere neue Wippe zum Einsatz. So, hier ist die alte, da ist die neue. Sieht identisch aus, können wir also benutzen. Ich nehme aber jetzt die neue Wippe. Diese hat vier Klammern. Klammer 1, Klammer 2, Klammer 3, Klammer 4. Die kommen hier in diese Aussparungen. So, das heißt, das klammern wir jetzt dort hinein. Wir setzen an, gehen in die Klammerinchens und drücken sie dran. So, damit ist unser Zeugs jetzt schon fest. Ausgezeichnet. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Wippe einsetzen. Die Wippe soll sich ja bewegen. Wir haben dort und dort haben wir solche Nasen, die hier reinfassen müssen. Das heißt, wir wissen, dass dieser Part in dieser horizontalen Linie sich befinden muss. Jetzt setzen wir an und drücken dieses Teil in Position. Und schon funktioniert er. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir drehen hier wieder alles fest. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unseren Schraubendreher, setzen an und schrauben die mittlere Fokussierungsschraube des Systems fest. Achten natürlich dort auch wieder darauf, dass wir nicht in die Löcher an den Seiten kommen. Denn es gilt nicht immer jetzt, wie bei mir, links Phase, rechts Rückleiter. Es kann auch andersrum geschaltet sein. Ne? Denn bei einer Steckdose in Wechselspannung ist es Wayne, ob wir rechts oder links die Phase positioniert haben. Denn es wechselt ja 60 Mal die Sekunde die Anlage da drin. Ne? Das heißt, das ist Wayne. Das kommt daher, weil damit wir unsere Stecker auch beidseitig einstecken können. So, und schon haben wir unser System gewechselt und haben es viel schöner als vorher, oder nicht? So, nun können wir unsere Freunde wieder einstecken. Sie werden direkt wieder funktionieren und haben so den ersten Bereich ersetzt. Und jetzt gehen wir noch, das ist jetzt der Dreierstecker gewesen oder der Dreierbereich sogar mit dem Schalter. Jetzt gehen wir noch zu den Einzelnen und dann machen wir natürlich noch den Rest fertig. Kommen wir nun zu einem einzelnen Schalter. Hier ist ein einzelner Schalter, der macht an und aus. Wir lösen den Stecker selber, nicht den Stecker, sondern den Schalter heraus. So, indem wir rechts und links, oben und unten dran gehen, bis er uns Vorrang bringt. Und nun gehen wir hier unten hinein und lösen die einzelnen Klammern heraus und danach das Cover ab. Okay?
So, nun sind wir davor und sehen, hier ist die Schaltfunktion. Zack, zack. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, wir kommen mit unserer neuen Blende, setzen diese an, ne? So, setzen diese Blende an und können demzufolge dann mit einem neuen oder auch dem alten, aber wie gesagt, die werden ja immer nur zusammengesetzt, verkauft, können wir diese Klammern wieder hineindrücken in das System, welches vorher auch schon da war. Okay, so wird das dann da reingedrückt. Ne? So, das heißt, wir gehen jetzt Klammer oben, Klammer Mitte, Klammer unten, Klammer rechts und links und drücken die Klammer fest. Setzen diesen Rahmen gerade da drauf und wir orientieren uns jetzt, hier könnten wir noch die Schrauben jetzt verändern, sprich in der Dose die Verankerung. So, wenn das jetzt gerade dran ist und eingerastet ist, können wir oder sollten wir am Schluss nur noch unseren Kumpel hier, den hier draufsetzen, achtet auf die Nippel, die müssen horizontal sitzen, drücken es fest und haben jetzt hier die Funktion hergestellt. Nächstes Teil, einsatzbereit. So, nun befinden wir uns bei einer einzelnen Dose, Steckdose. Hier ist zum Beispiel unser Kühl-Gefrier-Kombination dran und das sieht man von außen. Gut, wir gehen wieder los und holen uns den mittleren Schraubfreund hinaus. Der hält nämlich die Dose in Position. Und hier haben wir auch so eine Dose verbaut, die jetzt nicht multimäßig gewechselt wird mit einem Rahmen, sondern das ist eine, die direkt komplett darüber fasst. So, das heißt, wir gehen wieder hin und ziehen dieses Teil jetzt auch hinaus. Zack, gelöst. Und jetzt sehen wir dort auch wieder das gleiche Bild wie vorher auch. Wir haben hier eine in der Dose eingebaute Steckfreundin, die hier die Phase hat und hier den Nullleiter und hier die Erde. So, das heißt also, anfassen können wir dort, dort und im Prinzip könnten wir auch hier anfassen. Es wäre nur echt scheiße, wenn wir dort rankommen. Deshalb nochmal mein Hinweis, wenn ihr wollt, könnt ihr, solltet ihr natürlich ausmachen. So, das heißt, hier kommt auch wieder unser Cover drüber und dort kommt dann das Döschen rein. Denn die sind alle standardisiert. Oh, ich muss mir jetzt ganz schön hier recken und strecken. So, zack, drauf damit. Mittig positionieren, dass die Löcher übereinsitzen. Und dann heißt es Schräubchen andrehen. Denn das Schräubchen hier bei den Steckdosen ist erstmal im eigenen Gewinde drin und flutscht dann hinein ins Gewinde oder in die Gewindegänge von unserer darunterliegenden Dosen oder von der eigentlichen Steckdose. Ne? Weil das andere ist ja jetzt nur zum Schutz, dass wir keinen Stromschlag bekommen, wenn wir drankommen. Und die eigentliche Steckdose befindet sich ja im Inneren, wo dann auch die Kabel angeschlossen sind. So, schön festziehen. Nochmal dran wackeln, ausgezeichnet und nun einstecken und kann super gemacht werden. Nice. So, dann können wir jetzt auch noch den Rest der Küche verballern und dann gucken wir uns an, wie es geworden ist. So, nun haben wir alle gewechselt. Wir schauen sie uns nochmal an. Ich habe jetzt wieder alles hingestellt, so wie es auch schön stehen soll. Ich finde es designtechnisch wirklich ein Upgrade. Natürlich ist es überhaupt kein Muss, ja? Überhaupt nicht, ne? Also überhaupt gar nicht. Ne? Ihr müsst es nicht machen, ihr könnt es auch so belassen. Und dann war es auch in Ordnung, ne? Ohne Scheiß. Aber es ist jetzt optisch gesehen ein Upgrade zu dieser besagten Küche aus Buche. Haben wir jetzt schöne schwarze Future-Line-Steckdöschen. Ne? Auch wenn die jetzt hier in dem Fall ein bisschen verdeckt sind, trotzdem, da lugt sie rüber. So, und dann hier der Schalter. Ne? Da ist er. Da oben die Steckdose, die man noch sieht. Und hier, da musste ich sogar die Dose wechseln. Vielleicht habt ihr es im Zeitraffer gemerkt. Ich habe sie rausgenommen. Erst war es nämlich eine Steckdose, welche dann mit einem Schalter noch versehen ist. Das heißt, ich habe den Schalter jetzt abgeklemmt, weil den brauchen wir nicht mehr. Und habe jetzt hier oben ein kleines Löchli reingemacht, dass hier der Strom weggehen kann, der hier dann auf Putz noch weggeht. So, also ihr seht, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Und wir haben dadurch viel Geld gespart. Aber ihr seht auch, warum Elektriker so teuer sind. Ne? Also eine Stunde würde den Elektriker dafür euch auch berechnen. Das heißt, dort sind mindestens 60 Euro fällig. Und dann noch von Busch und Jäger selber das Zeug im Großmarkt gekauft, kommen auch noch mal so 300 Euro dazu.
Eieiei, ist teuer. Pro Raum müsst ihr rechnen 1000 Euro Elektrikerkosten. So, habt ihr es selbst gemacht und ihr lebt immer noch, wie ihr merkt, bestimmt, wenn ihr den Strom vorher abgeschaltet habt oder aufgepasst habt und habt es dann für die Hälfte des Preises. Nein, für ein Viertel des Preises. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonst.